guten Morgen alle zusammen oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bei mir ist es jetzt ein guter Morgen. Draußen ist es hell. Ich habe gerade das Bett gemacht, gefrühstückt, meine Zähne geputzt und mein Gesicht gewaschen und ich habe mich auch schon umgezogen. Ich habe dieses Kleid von H&M angezogen. Also ich habe ganz viele Kleider von H&M. Ganz, ganz, ganz viele Kleider. Und ich liebe sie alle. Und heute ist dieses Kleid dran. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Das ist so ein kurzes Kleid. Eigentlich ist es ganz breit. Der Gürtel gehört nicht dazu. Der Gürtel ist meiner. Diesen habe ich von einem anderen Kleid. Das Kleid trage ich nicht mehr. Das Kleid von dem Gürtel ist weg. Aber, ja, da ist das Wort aber wieder. Nur den Gürtel habe ich behalten, weil ich den so praktisch fand zum Zusammenbinden von solchen Kleidern, wie dieses eine ist. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen zu einem Geschäft, zu Idee. Ihr habt im vorherigen Video schon gesehen, dass ich dort Sachen gebraucht habe. Ich war auf der Suche nach Kinderschminke gewesen und meine stellvertretende Leitung hat mir gesagt, ich soll bitte dahin fahren, weil da wird es sowas geben, was wir für unser Sommerfest für die Kids brauchen. Angezogen bin ich. Ich habe jetzt, genau, ich wollte auf die Uhr gucken. Die Uhr wollte ich nämlich jetzt holen. Gut, dass ich geguckt habe. Genau. Ich nehme mir jetzt die Uhr und ich nehme mir noch ein paar Ohrringe mit raus. So, ihr könnt mal reinschauen. Hier bewahre ich meinen Schmuck auf. Das ist ganz schön viel. Ganz schön viel. Und auch meine Uhr liegt da. Und ja, dann bin ich schon fertig und mache mich auf den Weg nach Frankfurt, weil der Laden, in den ich muss, ist in Frankfurt. Die, die aus dem Raum kommen, kennen dieses Bastelgeschäft bestimmt. Aber ich glaube, das gibt es ja auch in anderen Städten. Ist ja eine Kette. So, dann ziehen wir mal die Uhr an, damit wir die Uhrzeit im Blick behalten. Ich habe noch 20 Minuten Zeit, bevor ich los muss, weil ich will auch nicht zu früh da sein. Jetzt ist es 8, wartet mal, nee, es ist schon 9.10 Uhr und Idee macht erst um 10 Uhr auf. Das heißt, ich muss nicht vorher da sein. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich jetzt angezogen und fertig bin, gefrühstückt habe, kann ich mir meine Sachen auf dem Schreibtisch noch vorbereiten. Wir können das Kleid so, die ich dann nachher machen muss. Und das werde ich jetzt machen. Ich bereite mir soweit alles vor, soweit wie ich komme. Ich organisiere mir eine Ablaufliste nach Prioritäten und dann mache ich mir einen Zeitplan, wie lange ich heute das alles so machen muss oder will, sagen wir mal, weil es ist ja immer noch Wochenende, ne? Und ich arbeite im Wochenende jetzt wieder, weil das Jahr muss ja abgeschlossen werden. Und Vicky kommt heute auch zurück von Fulda. Sie hat mir gesagt, dass sie circa gegen 5 Uhr Uni aus hat, aber eventuell auch früher. Und dann je nachdem, sie ist mit der Bahn dahin gefahren, sagt sie mir, wann die Bahn zurückfährt nach Frankfurt. Und dann gehe ich sie von hier von Offenbach abholen. Wir haben Glück, dass ihr Zug bis Offenbach Hauptbahnhof läuft. Nur von Offenbach Hauptbahnhof musste dann halt laufen. Das ist nicht so weit, das sind so 15 Minuten. Ja, genau, 15, 20 Minuten gemütliches Laufen. Ich hole sie dort ab, dann können wir diese kurze Zeitspanne zur Zeit verbringen. Dann kommt man mit ins Arbeitszimmer. Laufen wir mal rüber. Ich weiß nicht, ist es okay so, wenn ich euch so trage? Wartet. Schuhe anziehen. Ich weiß nicht, warum. Ich ziehe immer wieder meine Schuhe aus und lasse sie dann irgendwo liegen. Dann suche ich sie. Zack, Licht aus. Wir machen auch mal im Flur Licht aus, weil Strom ist teuer. Jetzt ist es dunkel, aber das macht ja nichts. Wir sind gleich hier raus. Und sind wir im Wohnzimmer und hier ist es auch schon hell. Mit dem Arbeitszimmer ist es. Ihr seht mich. Wenn das Licht spielt, das da ist ein Fenster. Ich will es jetzt nicht abdunkeln. Ich habe auch extra hier die Lampe angemacht, hier oben, damit es nicht so viel hin und her spielt. Und ich mache mir jetzt kurz eine Ablaufliste, was ich heute alles zu erledigen habe. Ich habe gestern aufgeräumt.
Das habt ihr im vorherigen Video gesehen, also nicht den Aufräumprozess tatsächlich, aber ich habe euch gesagt, dass ich aufräumen werde. Ich habe bis 12:30 aufgeräumt, Leute. Aber dafür ist es jetzt heute früh sauber. Das Einzige, was ich gestern nicht mehr gemacht habe, ist den Geschirrspüler ausräumen. Den habe ich ja heute früh ausgeräumt. Und jetzt gucken wir mal, was ich alles so machen muss. So. Sammelt sich bei euch auch so viel Arbeit fürs Wochenende an? Also, dann machen wir mal eine Liste nach Dringlichkeit. Nach Dringlichkeit. Am Montag haben wir einen Elternabend, einen offenen Elternabend, nicht gruppenbezogen. Da musste ich die Rede vorbereiten. Die Eröffnungs- und die Abschlussrede, das schreibe ich mir jetzt auf. Rede, Elternabend. So, das ist ganz wichtig, weil das ist schon am Montag dran. Dann, wenn ich hier wieder zurück bin, was muss ich denn noch machen? Lass mal gucken. Dann habe ich am 5.7., was ist denn das, 5.7.? Das ist Dienstag. Da habe ich Geburtstag. Ah, ich muss Geburtstagsgeschenke kaufen. Wow, mein Gott. Geburtstagsgeschenke, wartet mal, das muss ich mir hier auf die Liste schreiben. Pinsel plus Geburtstagsgeschenke. Okay, das mache ich mal. Das nehme ich nämlich mit, diesen Zettel. Zack, der kommt mit mir. Was habe ich hier noch für Zettel liegen? Das ist Inga Toilettengang, Antonin Schlafen, Unterhose. So, das habe ich nämlich schon erledigt. Hast du noch was? Hier gibt es nichts. So, dann Elterngespräch muss ich noch vorbereiten, weil den habe ich am Dienstag. Milena, Elterngespräch. So, dann nach Wichtigkeit. Fotos abholen. Ich muss Fotos abholen. Ach du meine Güte. So, vielleicht machen wir das dann aber doch anders. Dann nehme ich mir dann so einen Zettel. Vielleicht besser. Und mache mir eine Laufliste. Das heißt, nachdem ich in Frankfurt war, gehe ich Fotos abholen. Und Müsli muss ich kaufen. Davon haben wir nicht mehr viel. Portfolio, jetzt habe ich die Portfolios gesehen. Fotos nach Kindern sortieren, also das ist jetzt nicht so wichtig. Dann Mikals Elterngespräch habe ich dokumentiert. Elterngespräch Silvano durchgeführt. Elterngespräch Silvano dokumentieren. Dann hatte ich noch Luke. Was war das? Team Austausch dokumentieren. So. Ich muss mir noch einen Termin machen bei Apus GmbH. Das schreiben wir mal aber hier. Das gehört zu Milena. Das müsste man hier hinmachen. Termin. Apus GmbH. Ach, wartet mal, und ich habe noch ein Elterngespräch mit Mettins Mama. Das war der Dienstag, hat sie, glaube ich, genommen, ne? 12. Ja. Das ist dann übernächste Woche. Und 15. ist Johanna, das heißt, oh mein Gott, das sind viele Leute. Was machen wir denn zuerst? Das weiß keiner, ne? Das weiß ich auch nicht. Bleiben wir erstmal dabei. Dann muss ich für die zwei Geburtstagskinder die Krone vorbereiten. Krone. Und das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Apus Termin. Dann brauche ich die Nummer nochmal. Das ist die 06106. Und zwar muss ich dahin, weil ich noch eine Impfung bekommen soll für Hepatitis B. Ne? Da hatte ich nicht genug Antikörper. Wo ist es denn? Die Zweitimpfung. Hier, Hepatitis B. Ich wurde geimpft, dann muss ich das 21.06. in 4 Wochen. Hepatitis B. Nochmal auf die Uhr schauen. Ja, gut. Dann
mein Impfpass kann erstmal weg. Zack. Zack. Eingepresst. Aber beim Abus, also bei diesem arbeitsmedizinischen Untersuchungszentrum, rufe ich dann während der Woche. Lass noch hier mal reinschauen. Was haben wir da? Das muss raus. Das ist für Milenas Geburtstag. Und hier hin. Ist da noch was? Das muss raus. Das ist von den Kindern. Okay, das muss eigentlich. Das kann drin bleiben. Ah, seht ihr Fotos von Selim und Vasila? Aber für was habe ich die gebraucht? Für die Mappen. Für die Zeichenmappen. Das sind meine zwei neuen Kinder, die ich gerade angewöhnt habe. Ja, Zeichenmappe. Gut. Habe ich hier noch irgendwas? Das habe ich zu Ende dokumentiert, da muss ich nur noch nachfragen. Gut. Ansonsten sieht alles soweit gut aus. Und wenn dann noch Zeit bleibt, machen wir Metin Elterngespräch vorbereiten. Also Leute, ihr seht, ich... Ah, Fotos. Hier. Da muss ich noch Fotos von Mikael bestellen. Fotos Mikael bestellen. Ich meine, ich nehme das am besten mit, denn ich habe... Oder ich nehme die Karte mit, durch das ganze Ding. Weil ich habe noch Fotos auf dem Handy. Und wenn ich beim DM bin und Fotos abhole, kann ich Fotos bestellen. Bestellen. Neu. Und dann muss ich hier nämlich am Computer gar nichts mehr machen. So, machen wir wieder Ordnung hier. Dann gehe ich nochmal auf die Toilette, weil ich bin so eine... Wenn ich auf der Toilette... Ich hatte hier so ein Band zum drüberspannen. Ach, jetzt habe ich es verloren und mir flutscht alles raus. Ich muss mir überlegen, wie ich das dann mache. So, gut, das ist dann das, was mit mir jetzt mitkommt. Das kommt zurück in die Tasche. Dann ist das ist das Buch, was ich jetzt lese. Soll ich das vielleicht mitnehmen zum Lesen? Ja, kann ich machen. Ich bin ja jetzt in der Bahn. Ich muss nur eine Tasche groß genug mitnehmen. Das bleibt zu Hause, denn das ist das, was ich zu Hause mache. So, alles ordentlich wieder hingelegt. Und das kommt mit, weil das sind Sachen, die ich erledigen muss. Das ist mein Geldbeutel. Wo ist das? Noch in der Tasche? Nö, nicht. Gut, dann auf los geht's los. Achso, und bevor ich es vergesse, ich habe euch doch im letzten Video von diesem Peeling erzählt. Also ich vom Balea. Schaut mal, so sieht's aus. Die Kamera das fokussiert. Aber ich glaube, das kann man erkennen. Das heißt Niacinamid. AHA-Peeling, 5% Niacinamide, 6% AHA. Verfeinert das Hautbild, parfümfrei. Also ich habe es gestern mir auf die Haut gemacht und ich mache das nicht mehr als einmal, maximal einmal in der Woche. Wir haben Sommermädels und Jungs, also nicht übertreiben. Und jetzt habe ich, also meine Tagespflege habe ich ganz normal heute früh, wie ihr gesehen habt oder nicht gesehen habt, weiß ich nicht, aufgetragen. Und jetzt habe ich das da, was ich von Lancaster bestellt habe, übers Gesicht nochmal drüber aufgetragen. Und ich mag das. Und ich habe mich mit dem Pröbchen von Miss Dior parfümiert. Jetzt sehe ich wie eine Miss Dior aus. Gut, so. Das ist für euch, also falls jemand Interesse hat, das war echt nicht teuer und ich finde es gut. Nur lasst es nicht allzu lange auf dem Gesicht, achtet darauf, was da als Empfehlung steht. Ne? Ich lasse es immer mehr und dann bin ich ganz rot, weil ich einfach zwischendrin was anderes mache und dann vergesse ich es. Man soll das nicht tun, macht das nicht, das ist nicht so gut. Gut, so und jetzt auf jeden Fall los zum zur Idee. Zwischenstand beim ID, heißt es beim ID, im ID, also in diesem Laden, wo Bastelsachen verkauft werden, der ID heißt, habe ich jetzt tatsächlich Schminke, Kinderschminke bekommen. Das ist gut und die ist auch unfassbar teuer, deswegen habe ich nur so ganz kleine genommen. Ich vermute, es wird reichen. Und dann muss, glaube ich, die Chefin mir einfach Geld vorstrecken, denn so ein Döschen kostet 8 Euro. Ne, und was soll ich mit einer großen Farbe anfangen? Damit kann ich ja kein Kind schminken. Ich habe die kleinen genommen, da gab es so ein Pack davon. Ich glaube 8 oder 7 Stück sind in einem Pack und die haben mich schon 15 Euro gekostet. Und ja,
Das wird für einmal Schminken reichen. Ich habe davon zwei Packungen mit verschiedenen Farben, auch einmal mit Glitzer genommen, damit wir auch ein paar Feen und Elfen machen können oder sonstige Fabelwesen. Und jetzt war ich beim Action gewesen. Beim Action habe ich die Geschenke für die Kinder gekauft. Oh Mann, das ist so laut. Noch gedrückt überhaupt hier. Habe ich Geschenke gekauft für das Mädchen, das fünf wird, habe ich ein Ausmalbuch gekauft, ich weiß, dass sie gerne malt, und noch so eine kleine so ein Keilrahmen mit einem bereits vorgedruckten Bild mit Farben dabei, das kann sie auch ausmalen. Und für den Jungen, der fünf wird, der kriegt so einen Lego-Bausatz von Ninjago. Ich weiß, dass er ein Fan von Ninjago ist und auch, dass er gerne Lego baut. Deswegen glaube ich, dass es ihm gefallen wird. So, ja, besser als das, was wir in der Kita zurzeit haben als Auswahl. Das ist eher für kleine Kinder oder für gar keine Kinder teilweise, weil ich vermute, das wurde irgendwann mal eingekauft. Und ja, ist übrig geblieben, was keiner, also da ist was übrig geblieben, was keiner mehr wollte oder keiner seinem Bezugskind schenken wollte. Nun bin ich auf dem Weg zum DM. Und zwar, also da hinten gibt es auch ein DM, wo ich war, aber ich habe meine Fotos am Hafenplatz bestellt. Das heißt, ich muss jetzt rüberlaufen, die Fotos abholen, neue Fotos bestellen. Und danach muss ich noch kurz zum Rewe. Ich hoffe, ich werde bis 12 Uhr fertig sein, denn dann werde ich meinen kleinen Zwischensnack einlegen und dann lege ich los mit den Berichten, die ich fertigstellen muss. Und ja, gut, dann los erstmal zum DM. Ich bin zu Hause und sogar super pünktlich. Es ist 12 Uhr und 3 Minuten. Die 3 Minuten war ich im Bad, also war ich um 12 Uhr zu Hause. Ich zeige euch schnell, was ich gekauft habe. Beim Rewe habe ich Radieschen mitgenommen und schon ein paar Flugzeug. Wartet. Ja. Und so drei Beutel gemischten Salat. Ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Deswegen so. Das ist dann für heute, wenn Vicky nach Hause kommt, dass wir dann was da haben. Außerdem habe ich die Dinkelflakes mitgenommen. Also die schmecken gut, die kann ich empfehlen. Die haben wenig Zucker und ja, sind gesund. Noch ein Flugzeug oder Hubschrauber. Und dann habe ich für den Salat einmal Thunfischsteaks mitgenommen und einmal marinierte Fischfilets, ne? Mit Spinat und Tomate, alles was wir essen sollen, ne? Und die haben auch keinen Zucker. Die kommen aber erstmal in den Tiefkühl, denn die gibt es erst heute Abend. Also nicht beides, aber stopf da rein, ich muss meinen Tiefkühl aufräumen, nicht sich nicht wundern. So, dann habe ich geholt beim DM. So, warte mal, ich hole mir die DM-Sachen aus. Das war's. Beim DM habe ich geholt die Bilder von den Kindern. Das sind ganz, 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 ganz viele Bilder.
Jetzt werde ich mal gucken, ob Caritas mit dir bezahlt oder ob ich wieder das von meinem Geld bezahlen darf. Das ist nämlich also 12,50 Euro, aber das sammelt sich so im Jahr. Ne? Das ist für die Kita. Dann habe ich für die Kita Puder gekauft für die Kinderschminke, denn es wird heiß sein, eventuell. Ne? Und wenn das alles verläuft, was wir den Kindern schminken, ist ein bisschen schade. Deswegen habe ich Puder mitgenommen, damit das hält, was wir drüber schminken. Also ist das auch für die Kita. Und für die Kita habe ich weiterhin die solche Schwämmchen geholt. Das ist, um die Kinder dann zu schminken. Gut, einmal das. Pinsel habe ich nicht gekauft. Ich meine, wir haben in der Kita welche und ja, es wird schon irgendwie gehen. Für zu Hause habe ich Gefrierbeutel gekauft, denn wir hatten kaum welche mehr. Und mir ist, also ich habe immer am Waschbecken ein Gesichtsschaum stehen, um mein Gesicht sauber zu machen. Ansonsten, wenn ich geschminkt bin, benutze ich Micellarwasser. Ja, also dieses Wasser zum Abschminken. Aber ich habe gern auch was in der Duschkabine stehen. Und ich habe vom Balea das letzte Mal schon das hier gesehen, dieses Peeling Cleanser. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Kamera steht jetzt nicht zu mir gedreht. Das heißt, ich sehe nicht, was ich gerade filme. Ich habe ja von dieser Serie dieses Peeling gekauft. Dieses Aha-Peeling. Heißt das überhaupt Aha? Ich nehme es halt einfach so. Bestimmt AHA oder sowas. Auf jeden Fall, egal, unwichtig. Und dann habe ich diesen Cleanser mitgenommen, damit ich den in die Duschkabine reinstellen kann, denn meiner ist leer. Gefrierbeutel habe ich gesagt, also die zwei Sachen sind für uns zu Hause. Dann Kinderschminke. So sieht's aus. Schaut mal. Das sind so ganz mini kleine Töpfchen. Ich hole euch gleich her, dann zeige ich es euch. Wartet mal. So, so schaut's aus. Das sind so kleine Mini-Töpfchen. Und naja, ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. Aber ein paar Kinder kriegen wir bestimmt geschminkt damit. Und dann müssen wir halt gucken. In der Kita hatten wir 2 Jahre nicht mehr geschminkt. Das heißt, alles, was wir da hatten, ist im Endeffekt für den Müll. Finde ich blöd, ne, das nochmal zu verwenden. Ich habe auch als Unterlage schon eine Gesichts-Kindercreme geholt. Die habe ich gestern geholt. Und als Geschenke, von denen ich euch erzählt habe, für das Mädchen. Sowas, das hat beim Action 1 Euro gekostet. Und dann kriegt sie, also da schaut mal, da ist noch Pinsel und Farbe dabei, finde ich gut. Das ist doch ein schönes Geschenk und sie malt gerne Bilder und malt aus. Und dann habe ich ihr noch sowas, also solche Ausmalbilder, und sie tanzt auch Ballett oder hat das, war und geht auch zum Tanzunterricht. Und ich glaube, upsi, das wird ihr dann schon Spaß machen, ne? Das auszumalen, finde ich schön, finde ich süß. Gut. Das da für das Mädchen und für den Jungen, damit das also preislich auch stimmt, weil das hat 1 Euro gekostet, das hat 1 Euro gekostet, das hier hat 2 Euro, nee, 3 Euro, irgendwie sowas um den Dreh gekostet. 7 Plus steht zwar da drauf, aber Metin kann das. Metin kriegt das super hin. Der wird jetzt 5 und wird das auf jeden Fall zusammenbekommen. Und er steht auf Ninjago und auf Lego steht er auch. Wir haben in der Kita Lego, da ist er am häufigsten da oben. In den, also das ist bei uns im dritten Stock der Lego-Raum und da ist er sehr, sehr oft und baut voll die interessanten Sachen zusammen. Deswegen denke ich mir, das wird ihm Spaß machen. Außerdem hat er 2 ältere Brüder. Einer davon ist ein Schulkind und der andere wird jetzt eingeschult. Also das ist ein schönes Geschenk, finde ich. Gut. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich das Video, damit das jetzt wieder nicht monströs lang wird. Das wird sowieso lang, weil ich habe viel gequackt, auch schon im Vorfeld viel gequackt. Ich werde mich an die Arbeit machen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Mach's gut. Ciao. Ach so, und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Das freut mich immer sehr, 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 sehr.